Wow, da geht ja die Party ab. Vielleicht hätten wir noch einen Molotow mitnehmen sollen. Ja, Timo. Die Zombies kommen hier gleich durch die Vordertür raus und dann. Die sind einfach über den Haufen. Klingt nach einem Plan. Warte, ich mach mal die Tür auf. Geht nicht. Das war eine schlechte Idee. Genau das wollte ich vermeiden. Du sagst aber auch nichts, ne? Die kommen hier einfach durch die Tür raus und dann. Alles klar, warte, ich mach die Tür auf. Er sagt einfach nichts. Ich schieße mal drüber. Wie lange kann ein Mensch brauchen, um verschlüsseltes Magazin in die Waffe zu schieben? Irgendwo ist hier noch ein Schleier drin. War ein Schleier drin. Na gut. I think I'll take that. Der Kühlschrank ist auch noch deins, ne? Okay. Bist du dran vorbeigelaufen, deswegen sag's kurz. Danke. I think I might keep this. Na, jetzt wo wir hier sind, können wir ja mal die ganzen übrigen Häuser, die noch hier sind, suchen. Und nie wieder irgendwo anders hinkommen, weil wir so viel Zeug in den Taschen haben. Shit, hier ist noch ein Rucksack für mich. Ich muss mal kurz zum Auto. Ich hab natürlich jetzt auch das kleine Auto mitgenommen. Logisch. War einfach immer nur das Auto mit dem größten Platz. Ich wollte gerade sagen, fährst du jetzt das Auto tauschen? Könnte ich zwar machen, aber. Oh, noch irgendwas, was hier leuchtet für mich? Und draußen auf der Veranda irgendwie? Ja, vor allem das Schöne ist, dadurch, dass ich dachte, dass wir jetzt eigentlich hier zu einer Enklave fahren, hast du auch das ganze Zeug mitgenommen, was man verkaufen kann. Yeah, this one's not worth it. No Super. Point in killing ourselves here. Ja. So, ich habe 3 von 4 Container. Welche Tempotaschentücherpackung ist jetzt wieder für mich? Alle. Mann! Leo, das hat man noch meilenweit entfernt gehört, wollte ich nur sagen. Ja, das war Absicht. Ich wollte einen Zombie anlocken. Ja. Ach, da ist es. Oh, lol. Das ist eine Sporttasche im hintersten Winkel, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Hier will ich auch durch. I think that's everything. Dann fehlt ja eigentlich nur noch die 3 Häuser hier auf der Seite. Nur noch. Da ist ein Container für dich. Das ist mein Schrank. Okay, hier will ich auch durch. Vergiss nicht die ganzen ranzigen Gebäude rundherum, ne? Ja. Hier ist nämlich auch noch ein Täschchen für dich und ein Fässchen. Oh, das ist dein Fässchen. Life's been hard lately, but we're figuring it out. Und. So. Oh, ich bin an einem Haus vorbeigelaufen. In die Garage. So. Ich wollte gerade sagen, hier war ich gerade drin, aber nein! War ich nicht. Da habe ich einfach knallhart die Tür aufgetreten. Ja. Und danach gesagt, das war's wert. Ja, das war's auch wert. Also, okay. Solange wir Sachen finden, die stacken, ist das alles kein Problem. Aber wenn wir wieder so einen Kack finden, der sich nicht stacken lässt. Ja, das ist nämlich jetzt mein Problem. Ich muss dringend zur Enklave fahren. Um die ganzen Sachen zu verkaufen, die ich eigentlich loswerden wollte. So, ich würde sagen, wir treffen uns bei der Enklave. Ja, markier mal bitte. Ich suche hier immer. Suche jedes Mal irgendein Scheißobjekt. Da. Du musst sowieso mir hinterher fahren. Weil die Klappe so ganz leicht aus dem Guckungsbereich liegt. Ach ja, ich muss gar nichts. Aber nicht zu schnell, ich bin noch nicht durch mit Guten. Gib mal ein bisschen Gas.
Ja, ich darf ja aber nicht schnell looten. Wurde mir ja verboten. Jetzt ist es mir vollkommen egal. Ich bin nicht in der Nähe. Ah, besten Dank. Wow. In welcher Enklave fährst du bitte? Na, jetzt zu den Soldaten. Ah gut, dann kann ich ja gleich meinen Scheiß abgeben, den ich bitte im Kofferraum hab für die. Ja. Du bist schon auf der anderen Seite. Okay. Würde Mr. Zombie bitte absteigen? Danke, Mr. Zombie. Danke für dein Bit, Simi. Grüß dich. Ich bin leider nicht das. Willkommen im Stream. Mal wieder. Und wir spielen State of Decay 2. Solange wie mein Game Pass noch aktuell ist. Oh, du warst ja schnell. Hallo? Geht's noch? Was ist los? Du hast mich gerannt. Alter, jetzt war jetzt mal gut. Was ist hier los? Bei mir hast du mich gerammt. Bei mir ist nichts passiert. Vaya con Dios. So, jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder. Hasta la vista. Du wirst uns helfen, keine Sorge, ja. Wo ist denn jetzt der Typ, wo ich das Ding abgeben soll, da? We're good, thanks. Take it easy. So, I'm looking for an extra set of hands. Anyone will do. Dachaufklärung, okay. Vor allem, die sitzen die ganze Zeit hier drin in ihrem Kämmerchen und wundern sich dann echt, dass die hier nichts haben oder was. Naja, die haben halt die Idioten wie uns, die die ganze Zeit hier vorbeikommen und die Sachen... Hey, how's it going? Be careful out there. Abladen. So, jetzt ja. Kannst du. Hey, das ist super, wenn man einen anspricht, dass die ganze Enklave mit einem ist. Nicht trading? Nur die einzelne Person. No, that sounds about right. So läuft es halt. Deckbenutzer Spielkarten. Single Malt. Nein, die Chemikalien behalten wir mal. Verbände gebe ich mal weg. Da. Was? Kommst aus der Tür und bist direkt noch überrascht hier. Hey, oh, da sind wir ja quasi schon auf der richtigen Seite, ne? Tür? Weitere Häuser ausräumen. Guck mal, hier sind ja 1, 2, 3 Nester noch drum. Das stört die, Alter. Das sind 500 Meter mindestens. Tja. Die wollen mich doch verarschen, Alter. So läuft es halt nicht mehr. Ich bin gerade durch eine Horde gefahren. Und oh, die kommt die auf meine Seite, was ich glaube? This thing's about to break. Aua! Nein, wo kommt er denn her? Ich weiß nicht. Ich glaube, bei dir auf der Seite so ist die Tür offen. Leo. Richtig. Meine Waffe ist im Arsch. Bester Zeitpunkt. Ja. Also da ist die Waffe oder was? Ja. Ich werde jetzt mal aufhören, mich anzufallen, wie die letzten Mongolen. I gotta stop. Ist doch jetzt gut. Ja, hab's. Man kann es nur in der Station reparieren, ne? Ja. Natürlich. Für alles andere wäre es zu einfach. Oh shit. Der hat mich erschrocken. Da ist noch irgendwo einer hinter dir. Hier, ne? Nein, hier in dem Raum. Ach ne, unten. Oh, Ups, sorry. Ich wollte nicht weinen. Sorry. Ja, da ist aber noch einer. Ja, hier drinnen. Krabbeln alle hier rum. Ja, was hast du die auf der Seite? I think I hear more of them.
da irgendwo ist hier noch ein Zombie. In der Nähe. Also ich hab alle tot gemacht. Zumindest alle im Haus. Okay, weil die das Gebäude noch keinen Schutzbereich um sich herum hat. Okay, stimmt. Ah, der Ort kann beansprucht werden, steht hier. Kann mal kurz an der Pizzastation halten, dann kann ich mir eine neue Pistole einstecken. An der Pizzastation? Die ist ja auf dem Weg quasi zum nächsten. Na, dann kann ich auch Zeug loswerden. So, wie macht man hier die Sachen nochmal klein? Hier aufbrechen. So. Somit habe ich jetzt nämlich auch einen neuen Benzinkanister. Das weg. Aufbrechen. Also das heißt, wenn du einen Benzinkanister findest. Ne, wenn du eine Tasche findest zum Beispiel, brichst du es auf und hast Benzin oder was? Genau, wenn es eine Benzintasche ist. Ja, ich verstehe nicht, warum der Ort nicht safe ist, ne? Aber. Ja. Na dann, auf zur Pizzastation. Zum Pizza-Hort. Kann natürlich nicht die Munition aus der Waffe klauen, ne? Nope. Hat denn das Auto da geparkt? Was wollte ich denn eigentlich? Du wolltest das loswerden, hast du gesagt. Na, ich bin noch einiges losgeworden. Ah, stimmt, ich brauch. Achso, ich kann noch Munition nachlegen. 9mm. Da haben wir sie da. Er hat nur 13 Schuss. Er hat 15. So. Ich hab keinen Schalldämpfer, ne? Und ich hab keinen mehr. Lager. Aber ich kann von hier aus einen craften, oder? Kann er? Kannst du probieren. Weiß ich nicht. Miete war das, ne? Ja? Nein? Sonst kannst du halt von irgendeiner Waffe den Schalldämpfer runternehmen. Wenn die ausgerüstet ist, drückst du T. Dann hast du den Schalldämpfer im Inventar. Ich hab einen. Also, ich kann das von hier aus machen. Ich habe es natürlich per Funk durchgesagt, dass das gemacht werden soll. Logisch. Und per Funk wird sie hier auch in deine Tasche gepackt. Der genau, hat. Richtig, ganz genau. So funktioniert das. Leute, ich sehe gerade, ich habe hier noch irgendwo einen gehabt. Ich bin betrunken. Reichen 45 Schuss für... zwei Häuser? Locker. Easy Game. Achso, ich werde mich mal kurz heilen. Voll machen. Ich laufe ja selbst gerade nur mit 21 Schuss rum. Achso? Ich habe mich richtig vollgepackt, ey. Wenn du halt die Gegner triffst, dann passt es schon. Ja, ich schieße dann, wenn die Tür aufgeht, schieße ich erstmal auf die leuchtenden Augen und irgendwie treffe ich dann schon. Ach so, so, so. Ja. So läuft es aber. So, das erste Haus. Ich würde ja durch die Pampa fahren, damit wir nicht durch den Bladder durchfahren. Oder nennt ihr es einfach. Genau. Nennt ihr es einfach beim falschen Namen. Ist doch jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich muss auch demnächst meinen Charakter wechseln. Ach Quatsch. Meine macht schon Überstunden. So, wo bleibt der? Hinter dir? Ja, hab ich. Klappe! Oh, der ist... Du
Du hattest nicht so wirklich mehr Stamina wahrscheinlich. Nee, mein Charakter ist jetzt schon so ein Schlag und keine Stamina mehr. Ich kann nicht. Maybe ja. I should slow down. Ein Schlag gemacht, oh, ich kann nicht mehr atmen. Leo, du das, was man im wahren Leben auch machen würde, nimm Kaffee. Ja, ich hab Kaffee in meiner. Schlafen ist überbewertet. Natürlich. So, ich hab hier noch. Hast du 4 Container? Auch deine zählen auch dazu, oder? Yeah, that's what I'm looking for. What? Okay. Du hast alleine Container, ich hab hier 5. Einer fehlt mir noch. Bei mir fehlen noch 2. Voller Leute. Wahrscheinlich hier oben drauf. Achso, hier ist noch ein Raum, den wir nicht. Yeah. All clear. Gut. Wolltest du da auch noch was für mich nehmen? Ah, hier ist mein Container. Ich hab jetzt. Oh, geil. Ich hab einen Kaffee gefunden. Lucky you, Alter. Well, that's the last of that. Geil. Direkt wieder komplett hochgehört. Direkt tot. Wo ist mein letzter scheiß Container? Hier ist noch einer draußen. Passive Gegnererkennung. Reichweite schleichen, bessere Aktion reduzieren. Ja, komm, ich glaube, ich bin auch irgendwie gelevelt. Klar, bei Cardio. Akrobatik, Ausweichen und Klettern sind schneller und kosten weniger Ausdauer. Sprungangriff freigeschaltet. Sprinten kostet weniger Ausdauer und Ermüdung entsteht langsamer. Entsteht die Ermüdung auch langsamer generell? Da, das war schon mal ein Schreier weniger. Ich nehme jetzt einfach Akrobatik. Das war der nächste Schreier weniger. Hast du schon das nächste Haus oder was? Ja, er ist hier direkt nebenan. Ich finde meinen letzten scheiß Container nicht, Leo. Ich könnte ausrasten. Okay, hier sind alle Schreier tot. Jetzt sind es nur noch 9 Zombies. Warum kann ich den Außenposten beanspruchen, habe aber noch einen Container hier irgendwo? Das ist der Moment, wo du die falsche Person fragst. So. Hier leuchtet doch nichts mehr. Game? Wo? Warte, ich find's dir gleich, keine Sorge. Oh cool, nächste Spezialisierung erreicht. Stimmt, hier draußen. Oh, hier draußen. Deine Möbel sind gefunden. Oh Mann. So, hätte. Oh, was war das? Traumata entstehen langsamer, Schlagangriff freigeschaltet, erhöhte Gesundheit, verbesserter Umgang mit kleinen Waffen, bringe Aussagekarten vom Nahkampf, Stoß auf. Ach, hier kommt schon. Ich hab Vermögen. Nice work. We're not out of the woods yet, but it's better. Loot jetzt auch nur noch mit Shift. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt ging es immer gut. Und dann. Ja, das ist ein Zombie auf deiner Seite. Ja, schon. 2. Kommt natürlich zeitgleich durch das scheiß Fenster. So. So, ein Container ist hier noch für mich. Nichts gefunden. Das hat sich gelohnt. Warum? Ach, wenn sie können, ist das meiner. Direkt reingesprungen. Geiler Scheiß. So macht man's halt. So. Fingers crossed, I'll find something. Hier im Nebenhaus. Ich muss erstmal mein Auto holen. Hier sind auch 2 Sachen für dich. Ja, also ein Infektionsherd ist noch hier in dem Gebiet. Ja, und hier ist noch was für dich. Quasi zum Einsammeln. Warum sind denn die Häuser jetzt nicht frei? Verstehe ich nicht. Tja. Wir müssten doch eigentlich jetzt für uns. Oh. Alter!
Einfach mal 12 Chemikalien auf einmal. Normalerweise kommst du so 2 oder 3. Ja. That was kind of awesome.